Wann gab es eigentlich das erste Musikabo? Erstaunlicherweise schon 1678. Damals konnte man für 10 Schilling im Jahr so viele Konzerte besuchen, wie man wollte. 10 Schilling, das wären heute umgerechnet ca. 60 Euro im Jahr. Also ziemlich genau das, was man für einen Musikstreaming-Dienst hinblättern muss. Bekomme ich also heute das gleiche wie im 17. Jahrhundert, nur eben ganz bequem auf mein Smartphone? Lohnt es sich jetzt überhaupt noch ins Konzert zu gehen? Oder reicht es, wenn ich die Streaming-Qualität einfach auf hoch stelle? Heute beantworten wir die Frage, was man verpasst, wenn man klassische Musik auf dem Smartphone statt im Konzertsaal hört. Und keine Sorge, um den Unterschied zu spüren, braucht ihr keine 10 Schilling, sondern einfach nur Kopfhörer. Denn heute bringen wir euch ein Konzert direkt nach Hause mit einem ganz besonderen Experiment. Das ist Sound & Science. Das Gewandhaus zu Leipzig steht direkt am Augustusplatz. Und da ist ganz schön was los. Straßenbahnen, Busse, Autos. Es ist also ziemlich laut. Im Konzerthaus bekommt man davon allerdings überhaupt nichts mit. Ich habe hier ein bisschen mulmiges Gefühl. Wenn man es nicht wüsste, würde man denken, ich stehe hier in einer riesigen Maschinenhalle. Aber schaut mal da durch das Loch, kann man direkt in den Konzertsaal gucken. Ich bin jetzt hier ganz oben im Gewandhaus, und zwar über der Konzerthalle. Denn die steht gar nicht auf dem Boden, sondern sie hängt an diesen riesigen Stahlträgern hier. Vom Lärm draußen bekommt man hier überhaupt nichts mit. Und im Saal selber könnt ihr so lange suchen, wie ihr wollt. Ihr werdet keinen einzigen rechten Winkel finden. Eine extrem aufwendige Konstruktion also. Aber jetzt mal ganz dumm gefragt, wozu eigentlich der ganze Aufwand? Wenn ein Ton gespielt wird, dann strömt der Klang weg von den Instrumenten und trifft auf Wände, die Decke oder auch das Publikum. Und all das wirft den Klang dann wieder zurück. Also der Klang springt wie ein Tennisball von einer Oberfläche zur anderen. Und genau darauf achten Akustikerinnen und Akustiker. Aber nicht einfach nach Gefühl oder Gehör, sondern hier gelten die strengen Regeln der Physik. Dafür müssen sie einfach eine Pistole rausholen und in die Luft schießen. Natürlich nicht. Aber so hat man das zumindest früher gemacht. Mittlerweile ist das auf jeden Fall sicherer, denn dafür gibt es spezielle Mikrofone. Aber der Zweck bleibt der gleiche. Man möchte verstehen, wie Schall durch den Raum wandert und die Klänge der Musik steuern, damit man das Konzert auf jedem Sitzplatz gleich gut hören kann. Das hier zum Beispiel ist eine Berechnung der 7 stärksten, also energiedichtesten Reflexionen in der Boston Symphony Hall. Keine Sorge, sowas kann man auf Anhieb nicht so leicht verstehen. Was man hier aber schnell sieht, ist, dass die frühen Reflexionen, also die Oberflächen, die am nächsten am Instrument sind, die schwächsten sein sollten. Wenn eine Musikerin oder ein Musiker direkt vor eine Wand spielen würde, dann wären die Reflexionen lauter als das Instrument selbst. Und das will man natürlich vermeiden. Das klingt jetzt natürlich so, als wären Reflexionen ein lästiges Übel, was den eigentlichen Sound stört. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nehmen wir mal an, wir würden im gemütlichsten Konzertsaal aller Zeiten sitzen. Hier müsste man keine Anzüge tragen, sondern Pyjamas, denn alles wäre aus weichen Kissen. Das wäre bestimmt super gemütlich, aber ein akustischer Albtraum. Denn für den optimalen Klang braucht es harte Oberflächen, die den Klang abprallen lassen und im Raum verteilen. Nur so kann man sicherstellen, dass die Töne auch hier oben am anderen Ende des Saals richtig ankommen. Mit den Wänden kontrolliert man also die Akustik. Deswegen sind zum Beispiel hier im Saal die einzigen weichen Oberflächen die Sitze, weil sie den Sound verschlucken. Und aus dem gleichen Grund gibt es hier auch keine rechten Winkel. Denn diese machen es schwerer, den Klang zu steuern und können auch noch ein Echo erzeugen. Wissenschaftlich macht so eine Halle also auf jeden Fall einen Unterschied. Aber höre ich das überhaupt, wenn ich nicht gerade Akustikerin oder Klassikexpertin bin? Um das herauszufinden, hat Cedric etwas ganz Besonderes mit im Gepäck. Um euch das Ganze mal nach Hause zu bringen, habe ich meinen kleinen Kumpel hier mitgebracht. Und das hier ist vielleicht eines der coolsten Mikrofone, die es gibt. Wir Menschen können Geräusche horizontal und median Richtungen zuweisen. Also im Klartext, wir können hören, ob ein Geräusch von unter uns, von über uns, von rechts oder von links kommt.
Dafür wertet unser Gehirn quasi Hinweise aus und vermutet dann, wo ein Geräusch gerade herkommt. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr wollt über eine Straße gehen. Hinweis Nummer 1 ist die Lautstärke. Klar, wenn ich kein Auto höre oder es besonders leise ist, dann scheint es weiter weg zu sein. Hinweis Nummer 2 ist da schon etwas komplizierter. Die Frequenz von Geräuschen ändert sich, je nachdem, wie weit wir von ihnen weg sind und ob sie sich auf uns zu oder von uns weg bewegen. Das Phänomen kennt man als den Doppler-Effekt. Eine Sirene, die uns näher kommt, erhöht aus unserer Perspektive immer weiter ihre Frequenz. Unser Gehirn hat über die Zeit gelernt, die verschiedenen Frequenzen räumlich zuzuordnen. So gesehen weiß mein Gehirn also, wie sich ein Auto, was mit hoher Geschwindigkeit von rechts kommt, anhört und schlägt dann Alarm. Achtung, du wirst gleich überfahren. Diese Hinweise kann unser Gehirn aber nicht sammeln, wenn wir Sounds über Kopfhörer hören. Da wird Musik ja nicht wirklich lauter, leiser oder ändert ihre Frequenz. Also zumindest nicht so doll, dass wir das als räumliche Entfernung empfinden. Und hier kommt jetzt dieses Mikrofon ins Spiel. Und ja, das ist tatsächlich ein Mikrofon. Das sieht nicht nur aus wie ein Kopf, sondern nimmt auch Geräusche auf, wie es unser Kopf tut. Und das hört sich dann fast genauso an, als wäre man vor Ort. Setzt euch mal eure Kopfhörer auf und dann zeige ich euch, wie sich das anhört. Das, was ihr jetzt gerade hört, ist die Aufnahme des Mikrofonkopfes. Und wenn ihr selber Kopfhörer aufhabt, dann solltet ihr hören, ob ich gerade links von euch oder rechts von euch bin, ob ich ganz nah dran bin oder ob ich weiter weg bin und ihr auch den ganzen Konzertsaal mithören könnt. Denn hinter mir machen sich gerade Backstage die Musikerinnen und Musiker des Orchesters bereit für ein großes Konzert und ihr habt die besten Tickets im Publikum. Viel Spaß! So klingt ein Konzert also von den besten Plätzen hier im Gewandhaus. Was ich mich jetzt aber frage, ist, wie klingt das Ganze eigentlich für die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne? Hier im Publikum ist der Klang ja perfekt ausgerichtet und ich höre alle Instrumente gleich laut. Auf der Bühne klingt das wahrscheinlich ganz anders. Und wie, das frage ich jetzt mal Tobias, der ist Kontrabassist hier im Gewandhausorchester und steht regelmäßig auf der Bühne. Hallo Tobias. Hallo Lisa, grüß dich. Du hast dir bestimmt schon viele Konzerte aus dem Zuschauerraum angehört, aber meistens bist du auf der Bühne. Was sind für dich so die größten Klangunterschiede, die es da gibt? Na, man hat schon, wenn man auf der Bühne sitzt, natürlich ein etwas engeres akustisches Umfeld von den Kollegen, die direkt einem in der Nähe sitzen. Wenn man dann im Publikum sitzt, dann hat man einfach diese Mischung, was besonders Schönes ist, wenn man dann eben halt sich nicht individuell hört, sondern eben die gesamten Kollegen als Einheit, die dann möglichst perfekt verschmolzen, dann das Werk interpretiert. Nimmst du das denn auf der Bühne eigentlich wahr, also die anderen Instrumente, oder bist du da so in deinem Tunnel drin und konzentrierst dich auf das Stück, dass du den Klang gar nicht so beobachtest? Doch, das nimmt ich immer wahr, ich glaube, das nehmen alle Kollegen immer wahr. Wie passe ich gerade rein? Das Ideal ist ja, dass das gesamte Orchester klingt wie ein Instrument und dass man das unterstützt, aber eben auch nicht seinen Rahmen überschreitet. Das ist einfach so dieser kleine Widerspruch und aber auf der anderen Seite auch der ganz große Reiz. Aber es ist dir jetzt nicht zu laut auf der Bühne oder musst du manchmal Oropax reintun, weil du denkst... Ach, es gibt solche und solche Momente. Wenn dann der Hammer bei der Mahler-Symphonie fällt, das ist dann schon ein Moment, und das kann ja ein kleines Trauma im Gehör auslösen. Was war dein absurdestes Klangerlebnis auf der Bühne? Glocken direkt hinter mir. Mahler auch. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Momente. Das ist natürlich immer wieder auch faszinierend, in diesem Klang zu sitzen und Teil davon zu sein. Ja, man nimmt das ja auch körperlich ganz anders wahr, ne? Das ist auch das, was ich manchmal im Publikum vermisse, dass dieses Physische, dass es eben halt dann doch ein bisschen leiser ist und dass man das sich dazu zu bewegen, aber auch die Vibration vom direkten Umfeld, dass man das dann nicht so mitkriegt. Genau, das ist dann, geht nicht so durch den eigenen Körper wie auf der Bühne. Und damit ihr wisst, wie das auf der Bühne klingt, haben wir euch jetzt mal zwischen die Musiker gesetzt. Und jetzt könnt ihr mal hören, wie das dann klingt.
okay, wow, das war gerade wirklich ein richtiges Klangerlebnis. Es war unglaublich bombastisch. Ja, aber jetzt müssen wir diesen Konzertsaal natürlich mit keinem Konzertsaal, also keinen Wänden vergleichen. Aber ich glaube, wenn wir irgendwie nach draußen gehen, einfach vor das Gewandhaus, da ist relativ viel los, da wird der ganze Ton einfach untergehen. Und bevor wir hier illegale Konzerte veranstalten und uns die Stadt Leipzig aufs Dach steigt, machen wir das lieber selber. Und in 30 Meter über unseren Köpfen befindet sich das Dach des Gewandhauses und da gehen wir jetzt hin und vergleichen den Konzertsaal mit keinem Konzertsaal. Das wird spannend. Okay, und da sind wir auch schon, über den Dächern von Leipzig. Und wie man unschwer erkennen kann, gibt es hier nichts, wo der Schall dran abprallen kann. Alles, was hier entsteht, wird sofort vom Wind weggetragen und nicht durch harte Wände reflektiert. Und wie das im Vergleich zum Konzertsaal unter uns klingt, das wollen wir uns jetzt mal genauer anhören. Was verpasst man denn jetzt eigentlich auf Spotify und Co.? Na, da ist zum einen die räumliche Akustik. Mal kommt was von links, mal von rechts. Das konnte man ja schon ganz gut durch das Mikrofon hören. Dann verpasst man auf jeden Fall die Dynamik. Professionell aufgenommene Songs werden meistens so bearbeitet, dass alles schön gleichlaut klingt. Logisch, sonst müsste man ja in der Strophe lauter machen und im Refrain, wenn zum Beispiel das Schlagzeug dazukommt, würde es dann viel zu laut. Live im Konzertsaal funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, leise und laut liegen viel weiter auseinander. Und das kann einen echt vom Hocker hauen. Also im positiven Sinne. Aber was mich, glaube ich, am meisten beeindruckt, ich finde es immer wieder super spannend zu sehen, wie viele Musikerinnen und Musiker wirklich hart arbeiten, um perfekt zusammenzuspielen. Das steht übrigens auch direkt unterhalb der riesigen Orgel. Res severa verum gaudium, also die wahre Freude ist eine ernste Sache. Das ist der Leitspruch des Gewandhausorchesters. Und sich das Ganze dann auch noch mit wissenschaftlich durchdachter Akustik anzuhören, ist einfach etwas total Besonderes. Also ist eine Sache, die man definitiv auf dem Smartphone verpasst, die Performance, die Leistung der Musikerinnen und Musiker. Da hilft auch kein krasses Mikrofon, das muss man selber mal live erleben. Finde ich zumindest. Generell gibt es natürlich keine Vorschriften dafür, wie man Musik genießen sollte. Auch auf dem Smartphone kann man wunderbar klassische Musik hören. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, das Ganze mal live zu erleben, dann lohnt sich definitiv der Gang ins Konzert. Teuer ist es nicht, gerade für junge Menschen, schick muss man auch nicht sein. Und es ist auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis. Stay classy, bleibt klassisch, eure Lisa.